nur zusammenfügen wäre eigentlich auch ganz schön, aber das ist immer so kompliziert. Ja, okay, ich mach's wieder an. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder da. Ah. Hörerwelle ist auf jeden Fall schon wieder da. So. Und Samson ja vielleicht auch. Okay, gut. Was wollte ich machen? Genau, ich wollte mit Dimitri versuchen, den Gesunden hier zu treffen. Hat dieses Mal auch geklappt und hat Geschicklichkeit hinzugewonnen. Okay. Keine Kugeln! Und jetzt ist die Waffe leer und er hat auch noch einen Treffsicherheitspunkt hinzugewonnen. Wie gut. So, Hamus. Wir gehen auch auf den hinteren. Der ist nämlich nur schwer verletzt und nicht kritisch. Jetzt ist er auch kritisch. Ich glaube. Könnten wir die Pistole einsetzen und mit Chris eigentlich. Er trifft aber nicht. Er trifft überhaupt nicht. Okay, dann wäre der schon mal versorgt und der wird ja dann hoffentlich vor. Grizzly erledigt. Okay. Hat funktioniert. Fox rennt weiter. Und dann schaue ich mal. Stehe ich mal mit Trevor auf und gucke, ob hier noch jemand ist. Sehe nur den. Andere Richtung. Auch niemanden. Vielleicht hier direkt an der Wand. Auch nicht. Da ist noch irgendwo jemand in dem Sektor versteckt. Okay. Gut. Der ist raus. Na toll. Scharfschütze. Der Scharfschütze ist noch da. Wann hatte ich ihn jetzt gespeichert? Ich möchte nicht noch mehr. Also vor allem nicht bei ihm. Der kostet Geld. Ah, da. Nee, nee, hä? Das war doch hier viel weiter. Nein, das war nicht viel weiter, sondern das hier war viel weiter. So. Okay. Dann musst du es nur bestätigen. Bitte. Okay. Noch einmal. Und jetzt an der richtigen Stelle. Und ich hoffe, das läuft jetzt noch mal so glatt. Sehr schön, Dimitri. Okay, dieses Keine Mal Kugeln! knockt er ihn noch Auf aus. Wiedersehen! Dafür hat er aber keinen Punkt an Treffsicherheit mehr bekommen. Leider. Genau, bei ihm wollte ich ja jetzt auch Pistole verwenden. Hallo Spätznass FM. Moin.
Du warst doch schon mal da. Ich erinnere mich dunkel. Denke auch bei Jagged Alliance, oder? Warst du nicht schon mal dabei? Kann mich, glaube ich, erinnern. Ja. Natürlich. Streame Jagged Alliance 2. Ganz neues Spiel ist das. Ganz frisch und neu. So. Wo ist er denn? Wo ist denn der Bösewicht, der Wichtebös? Wenn ich aufstehe, greift er mich an. Jetzt habe ich zumindest die hier im Norden, die Verstärkung, die jetzt dazu kam. Macht nix. Ah. Okay. Der ist irgendwo dort und hat jetzt auf Fox geschossen. Denn ich habe vergessen, mit Fox. Da. Könnte natürlich sein, dass auch noch Verstärkung aus dem Süden hinzukam, aber eigentlich, nee, eigentlich ist da das ein Wassersektor, da kann niemand hinzugekommen sein. Denke mal, der ist ein Einzelkämpfer. Genau, ich wollte ja mit Fox eigentlich hier dann die Treppe hoch, Treppe, die Leiter hoch, um Chris zu verarzten. Jetzt ist der aber hier auch gesehen. Der Gegner. Warum siehst du ihn nicht? Der ist doch. Ach Quatsch, du siehst ihn doch. Okay. Dann braucht man noch Ira zur Unterstützung. Leicht verletzt, aber. Wird schon. Wir bringen die anderen auch mal Position hier. Der sieht ihn jetzt einmal quer über den Platz. Komisch. Okay. Ja, super. Trevor sieht ihn nicht, aber er wird von allen anderen gesehen. Das ist eine sehr gute Ausgangslage, würde ich sagen. Grizzly, versuch's doch einfach mal von dort. Grizzly nicht. Vielleicht ja Amus. Aber du bist auch Jagged Alliance 2 Fan, denke ich mal. Oh nein, er hat sich weggeduckt. Gemein. Und Ira sieht ihn auch nicht. So eine Gemeinheit. Okay, dann robb noch mal nach hinten. Trevor, nicht, dass du da noch getroffen wirst. Genau, ich habe auch die Demo gespielt und dann musste ich das Spiel haben. So war das bei mir auch. Und die Demo war ja noch mal ganz anders. Das war ja in diesem, das war das war so eine, auch so eine Art Schrottplatz, wo man da da dann noch in den Keller gehen konnte. Demo will, ja. Und da hatte man schon vorgegebene Söldner, glaube ich, ne? Das hätte ein schöner Treffen abgeben können. Ich bin bös verwundet, verliere Blut. Genau, deshalb ist Fox da. Ich verstehe aber nicht, warum der auf mich schießt. Oder wie der auf mich schießt. Oder
ist es nochmal jemand anderes. Ach, man hatte verschiedene Söldner in beiden Versionen. Ja, die 1 habe ich noch nicht gespielt. Ich habe nur, ich glaube, das war in der PC Games damals. Hatte ich eine Demo. Und dann wollte ich mehr. Ja, ich bin sehr gespannt auf Teil 3. Macht ja erstmal einen sehr guten Eindruck bisher. Jetzt sieht man muss ihn auch nicht mehr. Seinem komischen Tarnmuster dort. Ich hoffe, das ist nicht nochmal Verstärkung oder so. Oh nein. Okay, wer sieht ihn jetzt? Trevor sieht ihn selbst. Sehr gut. Ja, dass die Söldner anders aussehen, das stört mich wenig, aber das mit der deutschen Sprachversion, das finde ich wirklich schade. Also auch, weil ich halt gerne das dann wieder auf Deutsch streamen würde, wenn ich es dann spiele. Und dann gibt es eben nur eine Textversion. Das ist dann natürlich nicht so schön. Trevor. Jetzt aber. Ist anscheinend nicht nur. Er ist nicht unverwundbar. Korrigiere. Aber für Grizzly nicht mehr zu sehen. Und Amus. Ja, das auch. Auf jeden Fall, das ist halt das ist auch das Schöne, dass es halt so viel Humor auch hat, ja. Einfach auch in den Texten. Ist dann schade, wenn es Yep, Beharrlichkeit zahlt sich aus. nicht so übersetzt ist. Okay, es sind noch mehr. Vielleicht war das gar nicht der, der auf Trevor geschossen hat. Also, der hat auch auf Trevor geschossen, aber vielleicht war das nicht der, der von den ich nicht sehen konnte. Naja, doch. Irgendwie doch. Keine Ahnung. Die Mod 1.13 spiele ich. Genau, wo man hier eben auch doch deutlich mehr Funktionen dann noch hat. Und so Sichtwinkel und sowas auch sehen kann. Da ist jetzt aber auch erstmal wieder keiner. Die Frage, wo? Wo? Ich stehe nochmal auf mit Trevor und ich hoffe, er kriegt nicht gleich wieder
erstmal keinen Angriff. Ich habe natürlich eine Tür, aber das. Na, das war in dem Moment, wo Gegner da stand. Konnte aber nicht wahrnehmen, welche Tür das war. Ob das die war, wo Trevor ist? Nee, das ist weder noch, also es ist eher eine ältere, stabile Version. Unterbrechung? Ah, an der Tür. Für Fox wird er wahrscheinlich außer Reichweite sein. Wir können ja mal gucken. Doch ganz gut. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie sie einfach trifft. Wie sie einfach immer trifft. Ist egal, ob der in Reichweite ist oder nicht. Ist egal. Ist einfach egal. So, okay. Ist noch der letzte. Ach doch, das ist nur noch der Stealth-Schritt. Alles. Chris, dann mach's. Beende es. Ja, wir haben's ihnen gegeben. Ich liebe das. Ja, mach mal. Ira muss noch versorgt werden. Doch noch so lange gedauert? Warum? Yep. Ira hätte sie doch einfach selber verbinden können. Hat sie doch auch. Yep. Oder? Nee, Trevor hat sie verbunden. Warum das? Komisch. Ja, also ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau, welche Version das ist. Ist eine ältere. Wir haben einige Geschäfte hier in Grum, aber da ist scheinbar nicht viel los. Die Besitzer denken vermutlich, was die Herrin nicht weiß, macht sie nicht heiß. Aber das ist natürlich einfältig, wenn sie mich fragen. Sie weiß alles. Okay, unser Tourguide hat gesprochen. Genau, hier gibt es einige Geschäfte. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was es hier zu kaufen gibt. Und dann muss ich ja sowieso eine Pause hier machen, um Chris zu versorgen und hoffentlich auch die Beweglichkeit zu regenerieren, die er jetzt verloren hat durch seinen Treffer. Das waren ja jetzt nur 4, aber muss ja nicht sein, dass er jetzt was verloren hat. Und dann werden wir mal in die Kisten schauen und mit den Leuten reden. Ironwork. Was liegt da? Da liegt eine Alustange und eine Drahtschere. Wir kennen uns noch nicht. Arnold Bronzewell, der Schmied. Hallo, Herr Schmied. Ja, mal gucken, ob das auch so modfreundlich ist. Wäre ja schön. Ist es zu gefährlich, mit dir zu sprechen? Du bist in Grom nicht gern gesehen. Die Leute werden reden. Ist es zu gefährlich, mit dir zu sprechen? Du bist in Grom nicht gern gesehen. Die Leute werden reden. Okay, also bei ihm kann man reparieren. Nur mit der Ruhe, Mann. Sag, was ich für dich tun kann. Es gibt nicht viel, was ich nicht wieder zusammenkriege. Da muss man natürlich dafür gut bezahlen. Lass mich mal sehen, was du da hast. Okay, das Zeug hier repariere ich für dich, Mann. Kein Problem.
Und das ist echt teuer, muss man da mal sagen. 218 für eine fast unbeschädigte Bazooka. Vielleicht findest du nächstes. Genau. Und ich habe ja jemanden dabei, der das erledigen kann mit Trevor. Und ja, Dimitri ist auch ganz passabel als Reparateur. Also er ist nicht derjenige, wo ich dann besonders viel hingehen werde, schätze ich mal. Was ist das? Was hast du gesehen? Du hast gesehen eine Schnur. Hallo, meine Güte, ich bin erschrocken. Hatte nicht erwartet, dass jemand hier reinkommt, der so aussieht. Oh, mir geht's gut, aber ich mag keine Soldaten. Trevor sieht doch gar nicht so schlimm aus. Tut mir sehr leid, aber ich kann dir nicht helfen. Ich habe Angst, was aus meinem Geschäft wird, wenn ich das tue. Ich hoffe nur, du verstehst das. Tut mir sehr leid, aber ich... Es kann sein, dass die, wenn ich Grum ganz erobert habe, ein bisschen kooperativer werden. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob das so war. Aber im Moment wollen sie noch nicht mit mir reden. Wobei mir der Arnold schon Sachen reparieren würde. Aber ich schaue mich mal weiter um. Ich kann noch die Rucksäcke wieder aufheben. So. Ach so. Das wusste ich nicht. Dass es gar nicht beabsichtigt war, so modfreundlich zu sein. Aber ja, würde sagen, ein guter Fehler, der das Spiel seit vielen Jahren am Leben hält. War hier nicht auch jemand? Ach, der da unten. So, die redet nicht mit mir. Eine Bar mit einem sehr schweigsamen Barkeeper. Oder ein Getränkemarkt. Geht mal mit der Zivilistin. Sie sind dem Sieg sehr nahe, geben Sie nicht auf. Von hier aus könnte die Herren sogar. Was? Könnte sie die Herren sogar schon anspucken? Naja, ganz so. Ganz nah ist sie vielleicht doch noch nicht. Ich gebe nicht auf. Ups. Okay, Fox soll noch ihren Arztkoffer zurückholen. Und Chris kann er noch mit dem reden? Ach. Wie? Ja, komm rein. Hast den Laden gefunden, ja? Will schon die ganze Zeit ein neues Schild hinhängen. Ups. Hätte sie uns einfach unterbrochen. Hey, nur unter uns gesagt, stell dir mal vor, ich werde in einem Jahr oder zwei so ein Mobilfunknetz einrichten. Wir vier Übertragungsstationen. Yeah, Fredo. Tja, ich habe ungefähr 10 verschiedene Sachen zu erledigen, also guck dich nur in Ruhe weiter um. Okay, der ist der Technik-Nerd.
Er wollte ein Schild aufhängen. Fredos Elektronikreparatur. Hört sich echt gut an, nicht? Und ja, ich bin Fredo. Genau. Also, man kann bei den beiden reparieren. Ja, richtig. Bald Könnte zumindest. einen Blick wert sein. Könnte ein Blick wert sein? Was denn? Was hat er jetzt gesehen? Gut, Trevor muss gucken. Was kann das sein? Sind wir da? Ein Nachtsichtgerät und ein Headset. Das nehmen wir noch gerne mit von Fredo, wenn er uns das spendiert. Doch sehr freundlich von ihm. Du hast getroffen, dann versuch mal weiter. Hat er auch die Tür aufgekriegt, der Chris? Mal gucken, ob noch was in diesem Wohnhaus drinnen ist. Okay. Nee, da ist jetzt nichts mehr. Nur das, was die Soldaten hinterlassen haben. Denke ich. Ich habe alle Schränke geöffnet. So, ich gehe mal mit den beiden wieder hier rüber. Dass da dann doch nochmal ein Angriff kommt. Da ich ja. Ich bin fertig, ohne Scheiß. Lass mich Luft holen. Ach so, wegen des Rucksacks kann er nicht klettern. Ja gut, dann musst du den Rucksack ablegen. Den. Das aufs Dach klettern. Und Trevor auch, du musst den Rucksack ablegen, aufs Dach klettern und dann machen wir mit der Tastenkombination wieder den Rucksack auf. Geht. Das könnte ja sein, dass sowas in einer neueren Version von 1.13 behoben wurde, dass man sowas ausnutzen kann. Aber das geht jetzt erstmal. Es ist einer zu wenig. Wer fehlt denn? Ira fehlt, oder? Nee, Ira ist hier. Dann fehlt Fox. Wo ist Fox? Da ist Fox. Oh ja. Sitzt ja da wie auf dem Präsentierteller. Die gute Fox. Dann kommt sie auch noch hoch aufs Dach. Und dann schauen wir noch mal ins Inventar. Ach, das darf ich mir jetzt gar nicht nehmen. Aber ich denke schon, dass ich mir das nehmen kann. Fernzünder. Zeitzünder. Fernzünder ist auch gut, weil ich habe keine Fernzünder mehr.
Ich habe nur noch den Sender. Also, Trevor hat nur noch den Sender, aber keine Fernzünder mehr. Von daher, die Fernzündung. Genau, von daher brauche ich die Fernzünder. Und eine AK-47 gibt es als Waffe und jede Menge Munition dafür. Das ist sehr gut, denn die geht mir langsam aus. Und dann kann ich vielleicht die AKM von Ira noch gegen die... War die nicht sogar besser? Muss ich nochmal gucken. Genau, und die Wurfmesser gibt es auch wieder zurück für Dimitri. Die sind nämlich... Die bleiben nämlich üblicherweise am Ende liegen, sodass er die dann weiterverwenden kann. Genau, ist noch jemand ohne Messer? Ja, Hamus ist ohne Messer. Dann hat er jetzt auch eins, ein sehr schweres. Die Internetqualität in Arulco lässt sich in den Inis bis ins Detail einstellen. Die meinst du nicht. Was auf jeden Fall leider nicht geht hier, ist, dass ich dieses Wurfmesser reinigen kann. Das ging ja in Vanilla. Da konnte man das Wurfmesser in den Sand werfen und danach war das Blut ab. Und dann könnte man jetzt hier ein drittes Wurfmesser oben drauf stapeln, weil hier Platz für drei ist in der Tasche. Aber dadurch, dass man blutige Wurfmesser nicht auf unblutige stapeln kann, geht das leider nicht. Da bräuchte ich erst ein Opfer, um dieses Wurfmesser quasi wieder verfügbar zu machen. Achso, aber es geht, glaube ich, mit einem Tuch in 1.13. Ich weiß aber nicht, ob ich irgendwo mal ein Tuch gefunden habe. Sieht nicht so aus, aber man kann T-Shirts in Streifen schneiden und dann hat man auch Tuch. Aber ich habe auch keine T-Shirts mehr. Was habe ich denn damit gemacht? Ich hatte doch diese ganzen Date Runner Rules T-Shirts. Kaufen konnte ich die doch nicht. Müssten die nicht eigentlich da liegen in dem Sektor? Ach, ich weiß. Ich habe die zerschnitten und daraus Molotow-Cocktails gemacht. Genau. So. Achso, ob man mit den Rucksacks auf Dächer klettern kann. Ja, das lässt sich wahrscheinlich einstellen. Aber wenn man mit dem Rucksack nicht auf Dächer klettern kann, dann ist es halt auch irgendwie absurd, dass man den Rucksack dann quasi hoch teleportieren kann, indem man im Anschluss das automatische Rucksack einsammeln drückt. Da müsste dann eigentlich eine Meldung kommen, der Rucksack ist nicht in Reichweite oder sowas. Oder das kann jetzt nicht angelegt werden. Irgendwie sowas in der Art. Genau. Okay, da kann ich nochmal gucken, ob die Waffe vielleicht sinnvoll ist, zu tauschen gegen eine andere. Die hat auf jeden Fall eine recht hohe Genauigkeit. Und eine okaye Reichweite von 12. Ja. Gut. Ansonsten ist jetzt nicht wirklich was dabei, wo ich jetzt sagen würde, hey, ja, darauf habe ich gewartet. Oh, danke für dein Follow. Schön, dass du an Bord bist. Und ja, ich werde auf jeden Fall Jagged Alliance 2 auch weiter streamen, aber ich habe ja bis hierhin schon gestreamt, aber das dauert manchmal ein bisschen, dass ich dazu komme. Also sei nicht enttäuscht, wenn es nicht ganz so schnell weitergeht. Ich spiele ansonsten noch Skyrim, also noch so ein altes Spiel und mache das dann auf der PlayStation.
Und gelegentlich mal was anderes noch. Browserspiele. Aber das passiert jetzt im Moment nicht mehr so häufig. So, okay. Ich werde nochmal Shift-R machen, damit ihr nochmal alle schön nachladet. Das aber auch nicht so richtig gut geklappt. Zumindest nicht bei Hamus. Okay. Genau, ansonsten ist es tatsächlich so, mir geht die Munition für die AKs auch aus. Von daher ist es sehr willkommen, dass jetzt hier, dass es jetzt hier Nachschub gibt. Kann ich hier die fehlenden Vorräte auffüllen. Ja, kann ich aber auch verstehen. Ist ja auch immer ganz nett, da durchzustöbern bei Bobby Rays. Und nach dem idealen, der idealen Ausrüstung zu suchen. So, zweimal Gasmaske. Das hab ich wirklich noch gar keine? Doch hier. Fox hat schon eine. Aber Chris interessanterweise nicht. Ja, was ich bräuchte, wäre vielleicht eine. Gibt es einen Tims-Rucksack, der dazu passt? Ist das nicht der Standard-Rucksack sogar? Das ist doch eine Tims-Kampftasche und ein Tims-Rucksack. Genau, war mir doch so. Für Chris einen Tims-Rucksack. Sich halt wirklich mal bei Bobby Rays vorbeischauen. Ich glaube, zur Aruk passt halt dann so eine andere Tasche nicht mehr. Zu diesem Rucksack. Und bei dem Beutel weiß ich nicht, hier der TT-Kampftasche, ob da noch was kombinierbar ist. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wenn da noch mehr Rucksäcke, wenn ich noch mehr Rucksäcke hätte. Um den ganzen Kram zu verstauen, beziehungsweise wenn endlich mal der Eislaster, der Eiscremewagen hier runtergefahren kommt. Ice Cream Truck. Aber das sollen halt die drei machen, die jetzt hier von oben kommen, die drei Trainer. Genau. Die sind halt noch auf dem Weg. Und dabei wollte ich schon mal Grum einnehmen. Es lohnt sich, aufzupassen. Das geht ja flott. Warum? Ach, wegen der Operation. Aber der muss doch noch mehr geheilt werden. Aber er hat jetzt wieder. Hat er jetzt wieder Beweglichkeit zurückbekommen? Ja, zwei. Zwei von drei oder zwei von vier. Er hat irgendwie zwei bis vier Beweglichkeit. Nee, er hat drei oder vier Beweglichkeit verloren. Und jetzt wieder was dazu bekommen. Na gut. Ja, du darfst noch weiter. Ach, du hast dein Verbandszeug verbraucht. Dann nimm doch das von Ira. Es lohnt sich, aufzupassen.
Das mit der Operation ist so eine Sache, ne? Das verbraucht immer viel Verbandsmaterial. Noch hat er den also jetzt noch keinen weiteren Beweglichkeitspunkt zurückgewonnen. Jetzt kann ich, glaube ich, mit Ira nicht mehr Doktor machen, genau. Aber sie ist ja eigentlich auch eine Patientin. Nein. Drücke ich jetzt nicht, weil das lohnt sich nicht. Okay, Trevor, reparieren. Der Gegenstände, genauso. Dimitri, ne? Ich glaube, Dimitri, genau. Mit 71 ist er auch ein sehr guter Techniker. Und dann haben wir noch Amus, der kann irgendwas üben. Vielleicht kann er mal seine Treffsicherheit auf 80 bringen. Schafft er das noch? Sehr nah dran. Sprengstoff ist auch recht nah. Und dann halten wir noch Grizzly. Grizzly ist nah an Level 6. Trevor wird auch immer näher. Okay. Mach du auch Technik. Oder? Keine Ahnung. Kraft. Kraft auf 100 bringen. Okay. So, muss ich ein bisschen Zeit vergehen lassen? Inzwischen. Da wird doch wieder jemand meckern. Elliot! Hallo, Eure Hoheit, ich habe... Nein, sagen Sie nichts. Lassen Sie mich raten. Ein dringender Bericht, der mich wieder aufregen wird. Warum bringen Sie zur Abwechslung nicht mal gute Nachrichten, Elliot? Bei allem Respekt, Eure Hoheit, ich habe das Gefühl, dass ich nichts sagen kann, was meiner Herrin gefallen würde. Nicht in solch einem Land. Versuchen Sie es doch einfach trotzdem, Elliot. Dr. Kearns aus eurem Forschungscenter in Orta wird vermisst, Eure Hoheit. Man hat ihn seit einiger Zeit nicht mehr gesehen und keiner weiß mit Sicherheit, wo er sich aufhält. Ist das wahr, Elliot? Ja, Eure Hoheit, es ist so. Elliot, Sie Schwachkopf, er ist das Herz meines dortigen Teams, der Wichtigste. Wie konnte das passieren? Bringen Sie mir den, der dafür verantwortlich ist. Und Elliot, die Elite-Truppe, interessiert mich nicht. Ich will, dass er gefunden wird, und zwar sofort. Ist das klar? Ja, Eure Hoheit, absolut klar. Okay, Elliot wird immer weiter grün und blau geschlagen. Ich habe einen neuen Logbucheintrag über diesen Dr. Kearns. Der Dronas Forscher ist unerlaubt abwesend. Okay. Vom geheimen Forschungslabor in Orta. Das weiß ich noch nicht, wo das ist. Ich bin mir recht sicher, dass es in der Nähe von Meduna war. Wo ich bis dahin mal gespielt habe. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. So. Gut. Machen wir weiter. H2 Grum erobert. Ich bin soweit. Mach mal Stopp. Welcher Sektor ist denn das? H2. Das ist der Nachbarsektor. Okay. Muss ich den wieder zurückerobern? Wie ungünstig. So, dann kannst du wieder irgendwas trainieren. Miliz geht ja noch nicht. Nehme ich an. Das geht. Ich kann in einer nicht befreiten Stadt schon die Miliz trainieren? Chris hat wieder einen Beweglichkeitspunkt zurückgewonnen. Hätte ich gar nicht operieren brauchen. Versuch's mal mit der Miliz.
Das ist ganz cool gemacht. Sie sind hier irgendwo. So viel ist klar. Hoffentlich haben Sie keine Lust auf Ärger. Das ist ganz cool gemacht in Jagged Alliance 3 mit diesen Zeitleisten, wo man dann ziemlich gut sehen kann, bei welcher Zeitmarkierung dann die Milizen fertig trainiert sind. Da hat man jetzt hier einen relativ schlechten Überblick. Man kann nur auf die Fortschrittsleisten immer wieder gucken. Aber man kann es nicht wirklich timen, sozusagen. So, jetzt ist ungünstigerweise mein Trupp aus absoluten Anfängern in eine Patrouille gelaufen aus insgesamt 8 Gegnern. Ja, müssen wir durch, würde ich sagen. Dann versuchen wir das mal. Und zur Not wird es halt eine Reload-Show. Okay. Oh nein, wo ich mich gerade eingelebt habe. Genau. Ich auch. Ich hoffe mal, die Gegner sind jetzt hier nicht besonders stark. Also, sie trägt das mit sich rum. Ablegen. Ich kann noch nicht mehr angreifen. Die haben halt auch recht schlechte Trageausrüstung. Kann ich auch nur Sachen wieder ablegen. Da ist er ja auch nicht wirklich gedeckt. Beziehungsweise eigentlich haben sie eine okaye Trageausrüstung, aber was ist das? Soll sich hinlegen. Jetzt habe ich da einen Bug. 20% Loyalität brauche ich. Okay, mir war so, als müsste ich immer die Stadt befreien. Aber klar, die 20% Loyalität, die habe ich dann auch zusammen, nachdem ich alle Sektoren einer Stadt erobert habe. So, jetzt geht's. Hat er mich noch gar nicht wahrgenommen? Wir sollten sehr vorsichtig sein. Wahrscheinlich sind sie ganz in der Nähe und warten nur darauf, uns umzunieten. Ja, möglich. Oh nein, wo ich mich gerade eingelebt habe. Ich hatte gehofft, wir würden sie jetzt nicht treffen. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich sie jetzt am besten platziere. Für den sind sie ja ganz gut dort aufgestellt. Jetzt ist er weg. Oder es gibt Ärger. Okay. Gut, wir versuchen es jetzt einfach mal. Jetzt habe ich auf jeden Fall Ihre Aufmerksamkeit. Yeah, Biff. Los geht's. Was für schlechte Waffen. Leuchtspurmunition. Schön und sofort getroffen. Warum stehst denn du jetzt nicht als Follower drin? Das funktioniert auch nicht bei Stream Elements, komischerweise. Jetzt müsstest du eigentlich drinstehen, Spätznass.
Da steht immer noch Mortifer drin. Wahrscheinlich stehst du dann erst beim nächsten Stream drin. Als letzter Follower. Ich denke schon, Mortifer müsste der letzte gewesen sein. Aber es müsste sich eigentlich in dem Moment aktualisieren, wo jemand folgt. Ja, wir versuchen es mal noch ein bisschen weiter. Mal gucken. Aber ja, schön ist es jetzt auf jeden Fall nicht. Dass sie schon getroffen wurde. Und ich habe ja hier wirklich die allerletzten Duschen hier, die drei. Ich denke, da werde ich einfach... Ja, das geht nicht. Ich einfach ständig neu laden müssen. So wie mit Pablo damals. Wo... Es gibt Ärger. Wo einfach die Stadt dort angegriffen wurde. Oh. Schön gemacht. Wo einfach San Mona in einen Sektor angegriffen wurde, wo ich eigentlich dachte, dass der gar nicht angegriffen werden kann. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Ja, toll. Oh no! Ich hatte gehofft, wir würden sie jetzt nicht treffen. Wir sollten sehr vorsichtig sein. Wahrscheinlich sind sie ganz in der Nähe und warten nur darauf, uns umzunieten. Oh no! Ich hatte gehofft, wir würden sie jetzt nicht treffen. Kann die Waffe nur Autofeuer? Sollte vorsichtiger sein. Sieht ihn noch? Okay. Oh. Okay. Überlebt. Erste Runde überlebt und niemand zu großem Schaden gekommen. Und da ist ein weiterer Gegner. Der kann erstmal näher rankommen, würde ich sagen. Das Gefühl, dass Flo ungedeckt ist. Und bei ihr macht so ein... In meine Waffe fehlen Kugeln! Ja, auch das noch. Auch ich das noch. Ich bin ja ein bisschen überlastet! Okay. Ich weiß auch nicht, ob das was werden kann.
diese vernünftigen Waffen hier. Hat das Munition, das Gewehr? Es hat Munition. Okay. Vielleicht hilft das schon. Na, ich weiß ja nicht, was das werden soll. Feind in Sicht. Kräftige Wumme. Ja, Flo kann auch wirklich, die kann sowas von nichts machen. Die kann sich nicht mal bewegen. Wenn ich jetzt hier hingehe, kann sie sich nicht mehr ducken. Kann hierhin rennen, dann steht sie. Was hast du? Fail, ja. Ja, Samson, das ist übel, dass die hier in die Patrouille kamen. Die schlechten Söldner. Zielt ja fast am besten die Beowulf. Ach Mann, ey. Da vergessen nicht abzuducken und die treffen halt auch immer. Warum treffen die denn immer? Okay. Einen Schritt weiter, würde ich sagen. Und er sieht nichts. Die Unterbrechung wollte ich haben, aber eigentlich gegen ihn hier. Ja. Die haben halt auch keine Granaten oder irgendwas, was es leichter machen würde. Für die Pistole hat er genug Munition und die ist gar nicht so schlecht. Sieht eigentlich ganz gut. Versuchen wir es mal damit. Schön. Okay, vielleicht sollte ich darauf umsteigen. Alex hat die Pistole, aber da ist er jetzt natürlich zu weit weg. Der Gegner. Mit der Beowulf könnte ich schon schießen, aber ist auch zu weit weg. Okay, dann sehen uns ja schon. In Sicht. Genau. Gehen wir mal einen Schuss ins Blaue ab. Oh. Erschüttert. Ich lebe immer noch. Ein Gegner nicht mehr. Thank you.
Der war auch gar nicht so verkehrt, glaube ich. Da hilft es wieder nicht, die Pistole zu verwenden. Hilft aber auch nicht wirklich, das Gewehr zu verwenden, weil er sich erst drehen muss. Alarm! Alarm! Okay. Ja, da hast du natürlich recht. Ja, Leute, ich fürchte, ich muss eine Pause einlegen. Mitten auf freiem Feld. Denn ich wollte ja noch, bevor es dunkel wird, eine Runde laufen gehen. Und ja, dann wollten wir auch Abendessen. Von daher denke ich, es wird jetzt schwierig, das noch zu beenden. Zumal das echt eine, ja, Herausforderung wird hier. Genau. Die Runde Was meinst du, Thürerweil? Jetzt stehen sie so schön auf einem Haufen. Da könnte man eigentlich sehr schön mit einer Granate was machen, wenn ich nur eine hätte. Habe ich aber nicht. Das haben die hier nicht. Genau, von daher werde ich jetzt hier mal eine Pause machen. Und dann müssen wir mal schauen, wann es das nächste Mal weitergeht. Auf freiem Feld. Gegen übermächtige Gegner, zumindest hier für die werden staunen. Biff, Flo und Co. Oh, Flo sieht sie auch schon. Das ist ja schon fast hervorragend. Irgendjemand muss sie ja treffen. Aber sie hat jetzt, sie hockt noch. Sie hat zu viel geschossen und deswegen hockt sie noch. Also sie kommen auch nicht. Naja, gut. Genau, von daher ist es eigentlich eine ganz gute Ausgangslage an genau der Stelle. Thürerweil, vielen Dank für 42 Traditionsbits. Vielen lieben Dank. Genau an dieser Stelle eine Pause zu machen. Da die Ausgangslage jetzt gar nicht so schlecht ist. Ich sie schon mal ein bisschen angekratzt habe. Selbst Flo hat schon mal getroffen. Alle haben schon mal getroffen. Jetzt sind sie wahrscheinlich motivierter. Und da kann ich dann beim nächsten Mal an der Stelle bestimmt was reißen. Genau. Ja. Dann mache ich jetzt an der Stelle Schluss. Ich sage vielen Dank euch allen, insbesondere euch dreien, die ihr kommentiert habt. Thürerweil, Samson und Spitznas, FM. vielen Dank für dein Follow. Vielen Dank für die 42 Bits und das verlängerte Abo, Thürerweil. Und morgen bin ich beim Poolputzen. Da kann ich nicht spielen. Könnte höchstens nachher nochmal, aber ich glaube, es wird dann alles zu spät. Und da werde ich wahrscheinlich zu kaputt sein nach dem Laufen. Genau. Okay. Dann schaue ich nochmal, ob wir ein Raid-Ziel finden. Gespeichert habe ich, denke ich, gerade.
mal schauen, wer so da ist. Oh, von den üblichen Verdächtigen wäre Armin da. Aber der macht nur Plauderei. Kein FOE. Könnt mal nach Jagged Alliance 2 gucken. Streamt bestimmt gerade jemand. Es streamt tatsächlich gerade Leute des Jagged Alliance, aber back in action. Also jemand, eine Person. Eine Person auf Französisch. Und 3 kann jetzt wahrscheinlich gerade niemand mehr spielen, wegen oder? Mal doch, vor ein paar Tagen haben noch welche Teil 3 gespielt. Aber im Moment nicht. Dann können wir nochmal nach anderen Sachen gucken, wie zum Beispiel Portal. Da bin ich ja durch. Portal 2. Aber niemand mehr auf Deutsch. Portal 1. Auch nicht. Naja, wisst ihr was? Dann geht's zu Armin. Wenn jetzt sonst niemand da ist, der noch etwas spielt, was ihr bei mir schon mal gesehen habt. Ja, Skyrim. Skyrim vielleicht, aber gut, da möchte ich euch ja nicht spoilern. Das würde nicht so gut passen. Genau. Von daher gehen wir zu Armin mal wieder und könnt ihr mir noch einen schönen Gruß ausrichten und mal fragen, wenn er wieder FOE streamt. Jetzt, wo ich das ja viel, viel seltener tue, kann er ja da ja, nicht nur ich, sondern auch Pi und Josie viel, viel seltener tun, kann er ja da eine Lücke schließen und öfter mal wieder FOE streamen. So, dann danke für nochmal für euch, fürs Dasein an euch und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend und einen schönen freien Montag und ist der nicht in der Liste, der Armin? Das wäre doch so einfach geworden. Okay. Jetzt sollte es gehen. Und dann schicke ich euch rüber und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schönen Gruß an Armin.